Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die hier auf Dunnabell TV. So, wir sind da, wo wir letztes Mal aufgehört haben und die liebe Schreierin hat es jetzt ins Haus geschafft. Die eliminieren wir mal als erstes. Und dann knallen wir einfach mal das ganze Magazin da rein. Mal gucken, was passiert. Wir müssen noch eins auffüllen. Schuss. Eieieiei. Okay, also hier ist auf jeden Fall noch gut was los. Wo sind die jetzt alle hin? Lootsäcke. Was gibt's Schönes? Nochmal ein Heft. Da noch mehr hochgekraxelt. Okay, also aufs Dach komme ich schon mal drauf. Hier nicht. Achso, da muss ich auch da oben weiter. Trotzdem mal einmal kurz nach unten gucken. Die werden sich ja hier irgendwo durchgeschlagen haben müssen, die Jungs. Da haben die sich durchgeschlagen. Okay, also hier, wo ich jetzt bin, gehöre ich eigentlich nicht hin. 10% mehr Schaden an Wölfen, das nehmen wir. Weil ich glaube, die Tür, die hier drin war, haben sie kaputt gemacht. Ja, da ist auch noch alles voll. Nee, wir gehen einfach weiter hoch. Tun so, als hätten wir das nicht gesehen. Wäre hier nicht schummeln. Ja, aufs Dach soll man drauf. Oha. Aber auf dem Dach mag ich gerne spielen. Jetzt mit dem Parkour-Skill. Ups. Wo sind sie, die Geier? Warum hat das Ding eine blöde Leiter? Kann ja wohl nicht wahr sein. Da ist der Geier. Ey, sag mal, wollt ihr mich veräppeln? Warum kommen die hier überall drauf? Rennen wir ein bisschen im Kreis, was soll's. Ja, da sind auch noch Teile der Wanderhorde mit drin. Ich habe keine Munition mehr für die Waffe. Ach du Schreck. Okay. Das ist ungut. Hallo. Hallo. Bin mir immer nicht sicher, ob die wirklich tot sind. Weiß, man kann unten auf die XP-Anzeige gucken, aber die habe ich ja nicht permanent im Auge. Und tschüss. L. So. Ich glaube, wir haben hier ein bisschen Ordnung geschaffen. Da soll ich rein. Machen wir auch. Später. Hier hinten war noch was zum Looten, habe ich gesehen. Nicht hier reingekommen? Oder bin ich da reingekommen? Nee? Ach, guck mal, das ist die Stelle, wo ich vorhin hochgehüpft bin. Zum Reingucken. Und hier ist der ganze Boden einfach brüchig. Sehr schön. Was haben wir hier noch? Noch ein Nest. Federn kannst du behalten. Gut, dann lass mich mal einmal sortieren hier. Die behalten wir mal. Wofür warst du noch mal? Ach, Kältewiderstand. Guck mal, brauchen wir gar nicht. Aber Vitamine würde ich gerne nehmen. Habe ich noch welche? Jawohl. Soweit bin ich in Ordnung. Maismehl kann weg. Steroide können rein. Und damit haben wir auch schon wieder ein bisschen Platz. Wir haben Rezepte. Ausdauerwiederherstellung, Kältewiderstand.
Ja, das hauen wir uns dann ein andermal rein. Ach, guck mal, und ich habe eine Infektion. Benutzen wir das. Dann ist das auch schon mal geklärt. Das brauche ich nicht mitschleppen. Das auch nicht, das auch nicht. Sehr gut. So, also da hinten brannte das Licht, wo ich weiter sollte, ne? Dann gehen wir doch da direkt mal hin. Einfach rein. Einfach rein. Wo ist sie hin? Die wollte doch gerade noch mal aufstehen, oder? Habt ihr auch gesehen? Und dann war sie einfach weg. Warum treffe ich dich nicht? Die ist unheimlich, die Krankenschwesterfrau. Okay, hier geht's lang. Konzentriere mich die ganze Zeit auf die Richtung. Ja, das ist sowas wie eine Sackgasse, ne? Aha. Zwei Stück, wenn ich das Radar richtig interpretiere. Erstmal ganz in Ruhe ein Schmerzmittel. So viel Zeit muss sein. Und ein Airdrop. So viel Zeit muss auch sein. Und los. Wo ist der andere? Auch irgendwo da. Nee. Der andere? Der, den ich eigentlich suche, die? Aber wenn ich für jeden Zombie 3 Schuss brauche, dann komme ich aber nicht sehr weit. Okay, jetzt haben wir erstmal Ruhe. Dann looten wir mal. Okay, hier war eben das Kabum drin. Bisschen Papier. Natürlich sind sie gleich im Doppelpack. Na komm, machen noch rein. Schon wieder so, als würde er tonnenweise von außen kommen. Mitarbeiter müssen Hände waschen. Ach, wir sind im Erdgeschoss, deswegen klingt das so nah. Die sind da draußen halt wieder am Rumrödeln. Na gut, sollen sie mal machen. Wir looten hier ganz in Ruhe. Da waren wir schon drin, da ist nichts zu holen. Hier ist noch ein bisschen Schmutzwasser. Hier ist ein anderer Trakt. Okay,
Okay, stopp, gehen wir nochmal zurück. Ich war in dem anderen Trakt noch nicht fertig. Ja. Da war das brennende Ding. Ach, gut, ist egal. Bisschen Wasser, bisschen Nähzeug. Oh, diese Gebäude sind so verschnörkelt immer. Hab da leichte Orientierungsprobleme. Zwei Schatzkarten? Ernsthaft? Cool. Taylors Schatzkarte und Nicoles Schatzkarte. Nehmen wir beide. Um mal wieder was zu buddeln. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Das gibt es ja ab Tier 3 nicht mehr, soweit ich weiß. Ich muss mal was trinken. So, also wie wir wissen, geht es jetzt hier weiter. Eine Shotgun-Patrone gegen drei Plastik getauscht. Das macht ja richtig Spaß. Noch ein ganz behalten. Papier, Maismehl. Ja, die gute Nachricht ist, schlechter kann das Loot nicht mehr werden. Oh oh. Oh, leco mio. Lass mich da rein. Geht nicht. Das ist eine verdammte Glastür. Oh, ich habe keine Munition. Komm schon. Parkour hilft nicht so viel, wenn man in einem engen Raum eingesperrt ist. Ja, so eng ist er gar nicht. Bleib jetzt unten. Eieiei. Da geht die Pumpe. Schrotflinte. Zweimal gleich. Hm. Eine Schlange vor der Tür. Jetzt nimmer. Okay. Ach, die Tür wäre sogar offen gewesen. Ich hätte nur durchgehen müssen. Ach, guck mal. Ich weiß, wo wir sind. Ja. Wir sind jetzt da, wo wir vorhin waren. Den Bus muss ich looten. Lohnt sich nicht. Jetzt behalten. Aber das heißt ja, wir müssten gleich am Ende sein. Dann lass mich mal gerade noch mal ein bisschen Ordnung schaffen hier. Ein bisschen Stoff kannst du auch behalten. Wir haben alle Rezepte. Kann auch weg. Ja, zuerst mal reichen. Da ein Militärdude. Ja, ne? Oh, Backe. Also
so viele sind. Willi. Das sind ein paar. So, warte mal. Erstmal die Rüstung. Die schwach ist. Diese hier dürfte es sein. Nee. Jetzt wahrscheinlich auch sein. Ja, so. Und die hier müssen wir auch nochmal nehmen. So, das haben wir schon mal behoben. Wo sind die jetzt hingerannt? Hallo? Wir gehen noch mal raus. Habe ich mir gerade überlegt. Okay, also ich muss sagen, dieser Parkour-Skill ist echt der Hammer, oder? Kannst dich ja fast aus jeder Situation irgendwie rausretten. Ich meine, klar, wenn der Raum jetzt eben kleiner gewesen wäre, in dem ich da so plötzlich mit einer Zombie-Horde zu tun hatte, dann wäre es mir wahrscheinlich auch an den Kragen gegangen. Aber so? Okay, irgendwo dümpelt noch einer rum. Chat sagt gerade, die sind ein Stockwerk höher gegangen, weil ich ja auch ein Stockwerk höher war. Was auch Sinn ergibt, wenn ich mir das so anhöre. EZW lese in dem Fall. Ist egal. Ist nur noch einer. Mit dem werde ich schon fertig. Wir gehen hier weiter. Müssten ja schon kurz vorm Ende sein. So, Bäume fällen für heute auch schon erledigt. Da war er. Ich hab doch ganz viele Stühle aufgehoben. Alles nicht so super lohnenswert. Kannst du auch behalten. Müssen wir noch rein. Behalten. Guck mal, Wochen haben wir auch schon fast durch. Ey, warum hat sich der Stapel denn hier nicht... Achso, weil ich ihn nicht gelootet habe. Darum hat er sich nicht aufgelöst. Ah, ist das so ein Essenslift oder was soll das sein? Hier das Döschen. Ja, damit. Oh oh. Warum habe ich mir keine Munition aus dem Motorrad mitgenommen? Komme ich hier wieder hoch irgendwie? Nee, ne? Ne, komme ich nicht.
Okay, dann muss ich mit dem klarkommen, was ich habe. Ich wette, wenn ich den Hebel gleich umlege, hauen die mir hier die Bude zusammen. Türen sind alle verschlossen. Trau mich nicht. Komm hier nämlich nicht raus. Okay, bereit machen, nochmal Steroide nehmen. Waffe Hammer. Oh, ich will da drauf. Es geht. Ah, sehr schön. Jetzt wird's hell. Mal sehen, ob ich die kaputt kriege, bevor die bei mir sind. Hat die da um die Ecke, komme ich nicht ran. Doch, komme ich. Irgendwo geistert hier noch einer rum. Wir haben es geschafft. Sehr cool. Läuft. Okay. Also, 5er POI mit Hühnchentaktik, kein Problem. Einfach irgendwo draufspringen. Und dann hast du es im Prinzip schon geschafft. Ja, die kann ich aufmachen. Das ist schon mal ein Fluchtweg. Doch, das ist der Wäscheraum, wo ich ganz am Anfang war, glaube ich, ne? Irgendwie so. Wo ist mein Loot? Hier ist mein Loot. Ist jetzt die Frage, hau ich mir jetzt den Schmaus rein? Ich glaube, ne? Ja, das machen wir mal. Oder ich gehe nochmal zum Motorrad. Oder ich schmeiße jetzt einfach was weg. Und wenn ich den esse, habe ich noch einen Platz frei. Ja, reicht. Damit wäre ich erstmal zufrieden. Dann mal los. Los geht's. Autoteilekiste. Ein Buch und Teile. Waffenladenkiste. Ein Mod. Autoteilekiste. Nochmal ein Buch. Und noch eine Waffenteilekiste. Na, die Ausbeute war ja der Burner. Munition. Wow. Dann kannst du auch behalten, den Sack. Mal hier noch. Oh, der ist schön. Wirklich, der ist schön. Ist auf jeden Fall ordentlich was wert. Dann haben wir den noch. Was passiert, wenn ich den Schlüssel aktiviere hier? Jetzt hier hinten irgendwas aufgegangen. Ach, die Klapptür. Ja, alles klar. Gudi. Dann wollen wir mal wieder im ersten Versuch. Sag mal, was ist denn da los im Moment? So, das lernen wir schon mal. Das lernen wir schon mal. Das lernen wir auch. Das lernen wir auch. Unterhebelrepetierer. Bin ich froh, dass ich da das Geld nicht schon für rausgehauen habe. Unten links. Jawohl, die durchsuche die Arbeiterkiste. Die habe ich vergessen. Danke für den Hinweis. So, jetzt geht es hier nochmal weiter. So, also das habe ich alles genommen. Das kann ich definitiv reparieren. Die Bunkerknacker-Mod kann ich verkaufen.
Sag was, geh noch mal eben zum Motorrad, soweit ist ja nicht. Fangen wir damit mal an. Öffnen. Sicherheitskamera. Stolperdrahtpfosten. Lautsprecher. Zerlegen. If you're feeling under the weather, I've got just what the doctor ordered. Okay. Here's your pay for a job well done. Was nehmen wir? Ja, Stahl, so wie es aussieht. Den Rest, den habe ich schon. Da bin ich besser aufgestellt. Ja, der wird's. Dann gucken wir noch nach einer neuen Aufgabe. Abholen, säubern. Ah, eine Befallene bin ich noch nicht so weit. Noch nicht. Crack a book. Uiuiui. Haben wir schon mal gemacht. Ist noch nicht so lange her. Aber jetzt haben wir vernünftiges Equipment. Das heißt, ich muss die Jungs nicht immer so durch die Gegend locken. Nee, weißt du was? Wir machen eine Befallene. Pinballs Bowling. Los geht's. Warum den Schwierigkeitsgrad nicht noch ein bisschen hochschrauben? Hast du eigentlich irgendwas für mich, was Sinn macht? Ja, hast du. Dann verkaufen wir mal gerade was, dass wir ein bisschen Platz reinkriegen. Und dann gucken wir uns die Bücher nochmal an. Die brauchen wir nicht. Die hätte ich gern alle. Die hätte ich gern alle. Die nicht. Die hätte ich gern alle. Das interessiert mich auch gerade nicht. Ich glaube, ein Drahtwerkzeug habe ich schon zu Hause. Ich behalte es aber vorsichtshalber nochmal. So, und bevor ich mir jetzt die Waffen hier mich von den Waffen trenne, will ich natürlich erstmal gucken, was das ist, was ich da habe. Handfeuerwaffen. Unterhebel, Repetiergewehr. Ich habe ein Scharfschützengewehr. Also das kann ich auf jeden Fall schon mal verkaufen. Und dann hatte ich noch bogentechnisch. Den Compound-Bogen ist auch nicht das Beste. Eine Compound-Armbrust, die würde ich, glaube ich, aufheben. Aber das Ding verkaufe ich jetzt einfach. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Vielen Dank für die Abos, die Likes und die Kommentare. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.